Aber ich glaube, ich muss meinen Hut noch ausziehen, weil der ist, passt eigentlich so gar nicht dazu. So. Können wir mit anderem geben. Tab ist es. Jede Menge Armor Class. Armors. Hier, Mister. Geil, Cowboy-Zauberer. Finde ich gut. So. Jetzt hat mir hier alles geleert. Wir hatten noch kurz gechillt. Machst mal Arcane Erholung, würde ich sagen. Was außer von Kämpfen? Ein Zauber des ersten Grades. Gibt noch eine Variante. Okay, kann es später also wohl mehrere Varianten geben. Gruppenfenster, das ist das. Zauberbuch, Charakterbogen. Oh, ich bin fast überladen. Hier, du musst das tragen. Die ganzen Klamotten kannst du tragen. Da bin ich nicht mehr so sehr krass überladen. Würde ich sagen, die ist nämlich nicht so schwer dann. Und hier, das kriegst du auch noch dazu. Ja, hört sich gut an. Metall und Ausrüstung, also sind wir schon. Okay, das kann ich dann nur hier sortieren. So, gut. Achso, wir hatten den Schalter gedrückt, ne? Genau. Speichern wir nochmal die ganzen Sachen, die wir hier rumbewegt haben. Da, ist offen jetzt. Hallo. Machst du die Kerzen hier an? Und da ist eine Tür offen. Hier waren wir in dem Bereich. Und ich glaube, einen anderen Weg gab es nicht. Na dann. Klamme Gruft. Opulente Truhe. Moment, was war jetzt? Die merkwürdige Tür führt in die tiefen Ruinen. Da unten gibt es bestimmt einige interessante Artefakte. Aha! Ja, der Fakt, der wäre natürlich geil. This place wasn't built for the living. Schutz für Gut und Böse habe ich blöderweise schon. Brauche ich theoretisch nicht, aber ist ja wurscht. Eine Fackel haben wir hier noch. Was haben wir hier sonst noch so am Rumliegen? Können wir hier noch ein paar Kerzen anmachen, damit wir hier mehr sehen. Schwere Eisentür, mittlere Zähigkeit. Verschlossen. 36. Könnten sie auch versuchen, kaputt zu hauen einfach. Wäre eine Option. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Abnutzung von Waffen und sowas gibt. Hier sagt mir doch, dass hier ein Durchgang ist. Ach, come on. Schade. Vergoldete Truhe. Tassen sind deutlich mehr wert als die Teller. Tassen sind anscheinend ein selteneres Gut. Oh. Oh, doch nicht. Schwere Eichentür. Hallo. My. Better be careful not to trigger that thing. Das ist jetzt aber knapp, Madame. Sind wir ehrlich. Gut, dass er die Wahrnehmungsprobe geschafft hat, ey. Holy shit. Okay, habe ich auch geschafft. Fallen entschärfen. Irgendein Fallenentschärfungskit. Wahrnehmung fehlgeschlagen? Direkt zweimal? Ready and willing. Trap. Okay,
Okay. This place is more dangerous than I thought. You're not versed in magic, are you? Nicht magisch versiert, mit den Kräften, die mir mein Schutzpatron gewährt, könnte ich ein Epos schreiben. Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. Das ist richtig. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Das Spiel ist echt dunkel, ey. Aber eigentlich wollte ich mit ihr hier hingehen. Ja, das ist auch verkackt. Keinen Fall ein Entschärfungskit verfügbar. Wir sind nicht so gute Wahrnehmungsleute, ne? Das sind alles Traps. Damit ist eine Seelenmünze. Diese Münze könnte infernalische Maschinen antreiben. Scheint seltsam und unverständlich zu flüstern. Geist mit Zorn und Verzweiflung. Strange coin. I wonder what it's worth. Oh, einen zweiten Rapier, sehr schön. Ein Schild. Ja, jetzt könnte ich tatsächlich wechseln auf, weil ich brauche ja keinen. Moment, wo ist eigentlich mein magischer Fokus? Brauche ich das nicht? Jetzt könnte ich auf jeden Fall wechseln auf Rapier. Oder habe ich keine Fackel mehr? Rapier und Rapier wollte ich jetzt machen. Also wenn ich wirklich feucht gehen will. Aber Moment, bei einem Rapier kann ich keine Fackeln in die Nebenhand. Was ist das denn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Dann halt so rum. Ungeübt Schilde. Führst du ein Schild, so erhöht sich zwar deine Rüstungsklasse, aber deine mangelnde Übung bedeutet, dass du bei einigen Würfen im Nachteil bist und keinen Zauber wirken kannst. No! Das ist ja kacke. Das verstehe ich trotzdem nicht ganz, warum ein Rapier, den ich offensichtlich geübt habe, keine. Okay, Rapier kann generell kein Offhand. Ach nee, bin ungeübt, deswegen. Deswegen, ich bin mit Rapien ungeübt. Okay, dann machen wir es doch wieder so rum. Never wanted the easy path. Eine Vase. Fallenkopf. Dies, sogar der ist getrappt. Das ist ja frech. Hätte ich jetzt doch ganz gut in einen Fallenschärfungskit, bevor ich da rangehe. Trap. Be cautious. The text on the plaque is a mystery to you. Okay, alles voll getrappt. Das ist ja gemein. Watch how you go. It's a trap. Ja, flom, 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 flom. Wir werden wahrscheinlich komplett gegrillt, wenn wir an den Sarkophag in der Mitte gehen. Watch how you go. Der hier scheint aber noch okay zu sein. Streitaxt. Im Umgang mit schwerer Rüstung ungeübt. Ringpanzerung. Ich glaube, ich trotzdem ganz gerne mitnehmen. Was hast du für eine Panzerung? Eine 16er. 13 plus 3 Schild. Hatte ich jetzt nicht theoretisch etwas Besseres? 14? Umgang mit schwerer Rüstung ungeübt. Umgang mit mittlerer Rüstung ungeübt. Okay, das ist mittlere Rüstung. Okay. Hier, du musst weiter meine Rüstung schleppen. Weil die übel schwer ist. Hier habe ich noch Wasser. Hier, du kannst noch ein paar von den Bögen schleppen. Krummsäbel. Dolche sind, glaube ich, nicht so schwer, aber die Säbel haben ein bisschen Gewicht, ja. Kampfstab, hier kriegst du auch noch. Großer Knüppel, Alter, der wiegt 4,5 Kilo hier. Nimm das. Von mir. Fackel darf jeder haben, würde ich sagen. Beil. Nö, 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 nö. Wir Loot Goblins.
Diebeswerkzeug 4. Ich muss darauf achten, ob das Diebeswerkzeug sich irgendwann verbraucht. Ich habe doch gerne ein sortiertes Inventar. So. Be wary. This place is trapped. Die nächste Falle, jo. Eine Vase. Nee, nicht die Vase einpacken, bitte. Danke. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Gale seems interesting. Okay. Weggehen. What path lies before me? Okay. Aha, ich wusste doch, dass da irgendwo was ist. So, dann haben wir das. Und das. Da ist auch nichts drin. Wir können ja nochmal Licht machen. Damit hier ein bisschen Licht zumindest drin ist. In den Ecken war jetzt gar nichts zum Licht machen, ne? Nee. Okay. Wer ist eigentlich in Fingerfertigkeit bei uns am geübtesten? Bin ich das? Charakterbogen. Geschicklichkeit. Also Geschick sind wir, glaube ich, alle gleich. Fingerfertigkeit bin ich aber halt geübt. Schloss knacken. Genau, wir kriegen ein Diebeswerkzeug, wir brauchen das, oder? Diebeswerkzeug ist möglich, bis zu einer Fertigkeit Schlüssel zu knacken. Das Werkzeug zerbricht, wenn du den Versuch scheitert. Okay. Schwierigkeitsgrad 15. Komm schon, let's go! Oh, nice! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Yeah, easy. Wieder geknackt. Gehen wir mal weiter runter. Oh! Au! Oh. Da sind wir jetzt, alles klar. Wenn wir jetzt eh wieder draußen sind. Würde ich sagen, wir gehen mal in die nächste Stadt, wir können ja hin zurückreisen. Moment, aber es gab noch einen anderen Eingang. Der war auch oben, vergiss es. Vergesst es, was ich gesagt habe. Oh, hier geht's auch. Geht's hier hoch? Kann ich hier so lang klettern? Das wäre aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht nur optisch so aus. Ne, nicht erreichbar. Okay. Ich muss hier nicht mehr looten, danke. Kommt, meine Freunde, kommt. Lauf, 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 lauf. Waren wir hier eigentlich ganz hinten drin? Ich glaube schon, oder? Ja, Gedankenschwimm, da haben wir gelootet. Hier ist vor uns gestorben. Dann waren wir, glaube ich, hier oben und sind halt... Ne, waren wir nicht. Hier oben waren wir noch nicht. Aua. Autsch. So. Wo geht's denn hier so hin? Gucken wir uns das alles mal an. Das sind auf jeden Fall Käfige. Broken. Must have been here a while. Oh. Ha. Kann ich jetzt nicht mehr zurück? Was ist denn jetzt kaputt? Okay, die Kamera wollte irgendwie den Weg nicht zurück, den sie hingegangen ist. Hallo. Zoru was right. Yellow is a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Hallo. Skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet ooh, you hear her voice. Get rid of them.
überzeugen. Schießt sie runter, wir müssen sie töten, bevor sie leid... What? Nee, das will ich ja gar nicht. Täuschen. Plus 2 und täuschen Übung. Jetzt yes, plus 5. Wir versuchen sie zu täuschen. Schwierigkeit an 10, wenn plus 5. Wir müssen eine 5 oder höher würfeln. Komm schon. Jawohl. Ganz entspannt. Yes. Pomp. He's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Ich brauche dringend Heilung. Wo liegt dieses Lager? Let's go. Ja, ganz entspannt. Schwierigkeitsgrad 5, da würfelt doch keiner mehr, ey. Das wird einfach gegeben. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And Dankeschön. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. Jetzt, wo sie wechseln, natürlich. Sag schön bitte. Never. I want to have a word. Observe and listen. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as Geich. Was bedeutet Geich? Mind flayers. Ah. Atrocities we are becoming. Gibt's eine Hoffnung für Release me and I will share it. Wie kann ich dich denn releasen? Würde ich ja gern. You try my patience. Okay, geschwächte Basis. Kann ich einfach einen Eldritch Blast auf das da machen? I guess. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. Ja, es ist blöd. Possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Ja, ich mag sie auch nicht. Was genau ist eine Krippe? Schlichtes Danke, wenn ich verkehrt. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Was genau ist eine Krippe? A hatchery, a training grounds, a shelter. Githian, the protocol is clear. When infected with a Geich tadpole, we must report to Augusto for purification. Das klingt nicht so einladend, wie es gerade eben noch klang. Na gut, dann versuchen wir das. From Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lazelle. I trust your judgment, but I won't trust her. Kann ich verstehen. Until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Man, du provozierst ja jeden, ey. I suppose the funny details are lost on a creature like you. Come. The horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. So, haben wir dich jetzt auch. Du bist auch ein Level Up. Das heißt, wir müssen dir das Level Up natürlich noch geben. Boom. Tatendrang. Erhalte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst. Fancy. Okay, Stufenanstieg Kämpfer. Okay, ist nicht so spannend. Ist auch nichts auszuwählen. Bei ihr. So, Kurzschwert, leichte Armbrust. 2 bis 9, 2 bis 7. Nehme ich doch das. So, und du hast ein Langschwert, aber du hast keine Rüstung, wa? Kein Schild. Bist du mit Schilden geübt?
Wie habe ich denn das Schild gerade angedreht? Hier. Nice. You own now our Denk. Denk, 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 denk. Würde ich mal sagen. Aber ich würde gerne meinen Charakter vorne haben. Weil, glaube ich, das Anreden dann entsprechend gehandhabt wird. So wieder hier bei dem, da waren wir, glaube ich, schon. In dem Bereich hier, genau. So, haben wir im Kreis gelaufen. Moment. Ich höre immer Tiere, aber ich sehe keine. Ich will mit Tieren reden. Das ist extra genommen auf Level 2 als Vorteil. Was ist Drachen-Eipilz? Drachen-Eipilz-Tasche. Aha. Hier ist noch ein Kurzbogen. Alles verkaufen. Alles weglooten und verkaufen. Oh, da unten sind wir rausgekommen. Sollten eh nach Nordwesten gehen. Was kannst denn du eigentlich? Mit Tieren umgehen, Motiv erkennen, Heilkunde, Wahrnehmung, Überlebenskunst. Täuschen, einschüchtern. All's well that ends. Not as bad as it could have. At the ready. Erstmal Übersicht verschaffen hier. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins! Where is the druid? Please! There's no time! Uh-oh. Hübsch sieht's aus. By the nine hells! Open the gate! Ja, sind aber viele Goblins. Das kriegt man nicht getragen. Außer du bist super stark. Formeline! Oh, ich hab gepewt. Provoke the blade. And suffer its sting. Hallo. Nicht getroffen. Ach Gott. Ja, dass der direkt gestorben ist. Oh, der macht jetzt Boob. Er macht Boob. Kriegt mal einen Bonus. Rettungswurf gescheitert. Kritischer Fehlschlag. RIP. So. Du kannst hier hinlaufen. Kannst du dahin hüpfen? Was, nicht genug Ressourcen, Aktionen? Weil ich mich versteckt hab, no! Ich bin doof. Schon mal kurz neu laden. Das hab ich ja komplett falsch, egal. Nee, wir haben Bullshit gemacht, ist halt so. Warum ist denn jetzt hier einer vor mir? Achso, Moment, ich muss erstmal hier Zug beenden. Okay, der hat Bock. Rennt einfach durch den Gelegenheitsangriff durch. Und gibt ihm doch eigentlich einen Mardus auf Angriff, dachte ich. Hat er gerade einen. Okay, er hat gerade einen Fernkampfangriff gemacht, während er im Nahkampf ist.
Das ist, glaube ich, so ein giftiger Strahl. Sie bleibe aus der Sichtlinie von Feinden, wenn sie schleicht, um getarnt zu bleiben. Umschalt links, Gegner Sichtlinie anzeigen. Aha. So, kann ich dich jetzt schubsen? Damned. Dann schaurigen Strahlen wir dich, haben wir einen Nachteil hier. Ha. Egal wohin ich schieße, immer einen Nachteil, die habe ich nicht. Die machen, glaube ich, einen normalen Hauptangriff auf den hier. Ich habe keine Übung, deswegen darf ich die Sachen nicht machen, ne? Ja, okay, deswegen habe ich auch keinen Doppel-Attack, glaube ich. Und bin ganz schön beschissen mit Waffen. Den geht's allen nicht so gut, ne? 10er Roll, nice. Du bist doch nicht im... Ja, du bist ein Nahkämpfer, du wirst mich, glaube ich, nicht angreifen. So, schubsen ist eine Bonusaktion, ne? Komm schon. Ach, dammit. Ich hätte nicht ranlaufen sollen, ich hätte erst schießen sollen. Ich voll Idiot. Das ist alles nicht so smart. So, dann schläfen wir drei ein. Wie kann ich das machen? Hier. Auswahl abschließen. Sehr schön. Stehen uns ein bisschen weg, damit wir nicht irgendwie den AOE abkriegen. So, und du stehst, wobei du stehst ja auch hier oben hin. Fehlschlag. Schade. Hat er gerade seinen eigenen angeschossen? Moment, what? Ach nee, das ist... Der ist noch vergiftet, deswegen ist er so grün. Hau doch nicht auf den, der pennt. Ja. Tordendrung. 6... Oh Gott, weil es so weit ist, ne? Weil hier hat sie nämlich 80% Hitchance. Was haben wir hier eigentlich? 2 bis 9. Gehen wir doch auf den hier. Geil. 3. Läuft. Bewegst dich mal ein bisschen mehr in die Leute rein. Rettungswurf gelungen. Arme von Hadar. Dann darf er, glaube ich, weiter angreifen, ne? Ugh. Der hat bei uns fett gemacht, die Sau. Der hat bei uns fett gemacht, die Sau. Hier ist es überall Öl, Fettzeugs. Hexenfeuer ist irgendwie Quatsch. Donnerwoge. Schwieriges Geländer. Schwieriges Gelände, nicht genug Bewegungsrate. Ha. Zaubertricks ist das Ignis. So, ich muss hier irgendwie laufen, ne? Das ist jetzt irgendwie blöd. Kann ich hüpfen? Wow. Das hat ja gar nicht funktioniert. Ich wollte da hüpfen. Okay. Rettungswurf geschafft, fett. Den kann ich wieder nicht treffen. Dann halt auf den. Ein 10er-Hit. Geil. Ich muss Rettungswürfe machen, wenn ich laufe. Deswegen sollte ich, glaube ich, zuerst
shouldn't have made me your enemy. Und dann laufen, weil ihr geht. Vor ich hinfall. So. Ja gut, du haust dann den kaputt, würde ich einfach sagen. Batz. Darfst du immer noch mal schieben? Funktioniert. Ja, jetzt bist du aber hingefallen. Aber du bist doch ein Goblin, Dude. Ja, auf, Goblin. Okay, ich kriege aber die XP trotzdem, wenn die sterben. Goblin, der ist tot, der ist tot. Ja. Laufen wir so weit ran, wie geht, und dann schieß mal, würde ich sagen. 55% hier. Zack. Daneben. Wait, what? Warum hast du denn den angegriffen? The fuck? Ich komm nicht ran. Dem komm ich ran. 12er? Wie kann ich denn 12 machen? Da muss ich doch kritten oder sowas. Oder bin ich doof? Ich bin irritiert. So. Zauberdreck. Kälteschaden. Fehlschlag. Ja, Rip. Rettungswurf geschafft. Achso, da steht ja noch einer. Lul. Völlig verpeilt. Völlig verpeilt. Bonk. Ach, dammit. Ich könnte sagen, wenn er den aber jetzt trifft. So, der ist platt. Achso, der... Hä? Hey? Der wirft Heals oder was? 45% durch die Leute durch. Let's go. Ja, we're gehittet. Holy shit. Alles nehmen. Das kostet keinen. Er ist hingefallen. Hat er Boom gemacht. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Aber ich will noch looten. Soldat, niemand zurückgelassen. Lazel ist inspiriert. Wir haben sie alle runtergeworfen. Ja, wir haben sie alle runtergeworfen. Looten. Ich Mie kannst du ein Getränk, Gift und Exierer herrschen, damit du schadest dir. Okay, ja, bla bla. Die Goblinbögen sind gar nicht so unwertvoll. Okay, einen Ritualstab würde ich jetzt weglassen. With haste. Oh, das ist Clown. Warum ist denn die Spurenleserin Clown? Ich will mal einer erklären. Okay, der Goblin-Schläger ist auch Clown. Warum auch immer. Schräg. Oder nicht mit einem Stoffbär? Warum hatte ein Goblin einen Stoffbär dabei? Das sieht aus wie ein Quest-Item mitnehmen. Dürfen wir jetzt rein? Wait, wieso dürfen wir nicht rein? Also. Smaragdhain. Hallo. Wir sind die Neuen, die beim Goblin-Angriff geholfen haben. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Okay.
Warum beruhigen wir uns nicht alle und besprechen alles in Ruhe? Ihr dürft jetzt meine Bezahlung rausrücken. Ja, alles in Ruhe. You again? Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't unter anderem, ja. Goddamn help. Wow. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward. Okay, die mögen sich schon mal nicht. The human's eye twitches. He's about to blow. Den Tiefling eine verpassen, zum schlagigen Menschen ausholen. Schluss jetzt, beruhigt euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich mich einmische. Überzeugen, Gewalt bringt uns nicht weiter. Hier, Schluss jetzt, wenn ihr nicht wollt, dass ich mich einmische. Let's go. Herz hin, können wir wohin, oder? Ja, ganz entspannt. Der einschüchternde Halbling. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. So, sie sind zumindest nicht komplett am Durchdrehen. I'm more worried about this parasite than a few goblins. We need a healer. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Das stimmt. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Okay. Bin Ben. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. What? Warum? Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Warum wollen sie euch verjagen? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. Oh shit. Stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Ich bräuchte einen Heiler. Got you. The druid Halcyn's a renowned healer. But he didn't make it back from Aradin's expedition. Ach, fuck you. If it's not too serious, you could try his apprentice, Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Ich find's krass, dass seine Augen manchmal so richtig brennen. Was führt euch eigentlich hierher? Refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Rettungswurf gescheitert, Geschichte. David! No. I'm surprised you haven't heard of it. The High Overseer, our grand protector. Wow, wie das brennt. Signed a pact with devils. It dragged Elturel straight to hell. Lucky for us, a group of adventurers found a way to bring the city back. Afterwards, people looked at us and just saw Devilkin. No different from the druids here, really. Na gut. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Wow. Was kriege ich für meine Hilfe? We owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need. It's time. Na dann. Mal sehen, was ich tun kann. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Before more lives are lost. Ja, können wir versuchen, wie gesagt. Oh, wir dürfen ja Sachen looten. Wupp, wupp. What? Achso, das sind Lagervorräte. Deswegen. Nee. Was liegt hier? Eine abgebrochene Stütze von irgendwas. Hallo, guten Tag.
Wer sind Sie denn so? Kaldani. Aridin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help. Ja, bitteschön, du bist hübsch. Wie viel Halsen? Tut mir leid, wenn ich euch enttäusche. Klingt so, als wärt ihr Aradin schon mal begegnet. Scheinbar so die Leute. Viele Leute nach diesem Druiden. By all rights, he was a good man. I saw enough of him to agree. And I'm tired of good people dying. That's for sure. Bist netter, als ich dachte. Okay, hier ist alles Stele. Wenn wir hier Sachen machen, dann gehen wir doch mal zu dem, der hier oben gestorben ist, für nothing. Arka. He's not breathing! Go find a healer! Do not embarrass yourself. He is gone. No! Es tut mir wirklich leid. Someone's going to pay for this. Arka, no, wait! What are you doing? Du bist aber kein. Wo rennen sie denn hin? The bloody goblin. Okay, sie rennen zumindest in den Hain rein und nicht raus. Na gut. Das ist nicht so mein Problem. Glad you were here for those goblins. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Should have killed him. Guter Schuss. She kept gasping. Clawing at the arrow. Das hätte ich gern gesehen, ist öde, wenn sie einfach so umkippen. Ein Leben zu nehmen hat seinen Preis. Ihr müsst es spüren, sonst fehlt ihr euch selbst. Eure erste Tote, keine Sorge, das wird einfacher. That's what Zevlo said too. I hope you're right. I want to help. I just didn't think you would feel like this. Tja. So ist es, wenn man Leute tötet, würde ich sagen. Wo geht's denn hier hin? Oh, hallo. Grottenschrottschlechter? What? Die hat nur 12 HP. Ich glaube, ich will spurten und dahin. Und zu ihm. Und dann Tatendrang doch. Wenn ich hier nochmal einen normalen Attack machen kann. Oder ich könnte sie weg, versuchen wegstoßen. Nee, werfen. Stoßen, 75%. Dann da halt aber irgendwo, das ist auch irgendwie doof. 9er Hit direkt. So. Wie viele Zauber? 2 habe ich noch. Nutzen wir hier mal 60%, komm. Verängstigt, jawohl. Sehr gut. Dann können wir die Zaubertricks benutzen, glaube ich. Kältestrahl. Machen gerne 2 Damage. Läuft. Ja, wir helfen dir ja. Ganz entspannt. Ich mache auch wieder direkt Spurten aktivieren. Überrascht und verängstigt. Überzogen mit einfachem Gift. Was? Schweinerei. Boom. Ah, kurze Rast verwenden, okay. Schauriger Strahl. Batz. Das ist pinke Haare. Einfaches Gift. Morgenstern. Flasche. Die brauchen wir nicht.
have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Wer ist denn Avernus? Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. What? Er hat mich ertappt. Gebt mir die Münze, dann bin ich weg. Ich habe sogar Vorteil. Und Schwierigkeitsgrad 5. Weil ich hier gerade geholfen habe. Ja, okay, also das ist ja mehr als genug. That bloody Irenes. Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Okay, wir haben noch eine Seelenmünze bekommen. Care to explain why you reek of the hells? Ich würde mir sowieso nicht glauben. What I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. Ich hab die Coin schon. Anywhere else. Habe ich nicht gerade eine Coin bekommen? Sind Questgegenstände irgendwo anders? Reisesack, Alchemiebeutel, Schlüsselbund? Nee. Ups. Also einfach eine zweite Seelenmünze. Jetzt haben wir zwei Seelenmünzen. Ich bin ja gespannt, was man damit macht. Teleskop, was kann man denn da so sehen? Ich bin viel zu klein! Oh. Okay. Verbirgen der Ferne schielen und versuchen mehr zu erkennen. Das Teleskop fokussiert, um einen Betrachtungsblick auf Objekt zu kriegen. Let's go! Ohne Bonus! Net 20! Ja, nice. Das in diesem Fähigkeit von 20 ein kritischer Erfolg und war es automatisch erfolgreich. Jetzt ist es weg! Da war ein Dragon! Ist das eine Zwischensequenz? Kommt er wieder? You see a dragon circling like a bird of prey. Hunting. Hm. Nach links bewegen. The telescope points to the left. Okay, da ist das. Das Teleskop nach rechts bewegen. Points straight ahead. Ja, sehen wir wieder nichts mehr. Und nochmal nach rechts bewegen. The telescope points to the right. Sehen wir da jetzt den Käfig von hier? Hm. Können wir noch weiter nach rechts gehen? Nee. Okay. Spannend. Da ist auch irgendeine Art Lager. Gut. Hier geht's auch noch irgendwie lang. Bis hierhin, aber anscheinend nur. Uiuiuiui. Das kam von ganz tief unten. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, da ist ein Tier. Seems like a good moment to talk. Oh, wie cute sie das hingekriegt haben. Macht das automatisch, dass ich mit Tieren reden kann? The squirrel lunges at your foot and bites it. Au! Mit Tieren umgehen, Geschicklichkeit. Ich wollte mit ihm reden. Nice. Ich hab gerade echt Würfelglück. Ohne Bonus. The squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Mit Tieren umgehen, einschüchtern. Nee, weggehen erstmal kurz, weil. Hier. Jetzt muss ich aktivieren, okay.
What did I tell you? Clear out! What did I tell you? Oh, ich hab's zu spät gemacht. Fuck. Wie lange hält denn das? Bis zu lang rast. Okay, dass es das nicht automatisch macht, ist ein bisschen schade. Oh, geht's denn hier hin? Ah, das ist der hintere Aufgang. Okay, dann hätte man den Dude von hinten überraschen können, den komischen. Ist das hier der Hain mit dem Dingens? Für das Ritual? Nee, oder? Doch. Mit wem sollte ich reden? Heilmittel, Heilerin Nettie um Hilfe bitten, Gejettet Krippe, rettet die Flüchtlinge. Vielleicht wollen wir erst den Dude retten und dann mit ihr reden. Reisen mit Schattenherz weit, ist ein Begleiter, erkunde die Ruinen. Rettet die Flüchtlinge, karge Anführung der Druiden, befahl den Tiefling Heim zu verlassen, Flucht, okay. Die hier sowas. Null. Kann es nicht benutzen, weil da ein fucking Bär unten drauf schläft. Logisch. Was denn auch sonst? What the fuck? Ja, dann muss ich es ja immer aktivieren, wenn ich eine lange Rast gemacht habe. Das ist ein bisschen blöd. Moment, da ist ja ein anderer Halbling. Aaron! Your precious Baldur's Gate. I care about our lives, our future. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Was verkauft ihr? Some bobs I no longer need. Das hört sich gut an. Handel und Tauschen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Handel geht schnell und einfach, aber du kannst auch Tauschen feilschen, um bessere Preise zu erzielen. Okay. Ich brauche nicht so viele Dolche. Ich brauche keine Wurfspeere. Ich will alle. Die ganzen Goblinbögen nicht mehr. Keine Ahnung, ob das sich irgendwann mal abbrennt. Gift. Schaffe mit Gift. Die Schriftrollen brauchen wir eigentlich auch nicht. Kann ich hier wechseln? Ah, nee. Nein. Kann ich offensichtlicherweise nicht. Was gibt's denn hier sonst noch so? Eine Ringpanzerung plus 1, ein Kettenhemd plus 1. Wir sind eine mittlere, wir haben glaube ich nur leichte Rüstungen. Mittlere Rüstung. Das ist leichte Rüstung. Das wäre ganz cool. Da hat man nämlich eine Rüstungsklasse mehr. Schriftrolle Krone des Wahnsinns. Lass den humanoiden Gegner irre werden. Fellrüstung. Pfeil der Dummheit. Pfeil des Irrmalers. Ja, mach doch mal entspannt. Habt ihr zufällig eine Fallenentschärfungskit? Hast du nicht, ne? Pfeil des Eises. Pfeil des Blitzes. Doch, hast du. Für Kosten 1,55. Vielleicht will ich noch ein zweites, wenn wir schon dabei sind. Ein Lederhelm, Rettungswürfe, Geschicklichkeit plus 1. Oh! Entfärber. Kombiniere diesen Gegenstand mit einem gefärbten Ausrüstungsgegenstand. Das sind irgendwelche Bärenkuchen. Handschuhe des Geschossfangs. Du kannst Geschosse von Fernkampfangriffen abfangen und ihren Schaden um 1d10 plus dein Geschickmodifier verringern. Das ist teuer. Ich glaube, ich nehme erstmal die. Das hier. Wie kann ich denn. Kaufwechsel, wenn du aktuelle Angebote zurückstellst, möchtest du es trotzdem fortfahren. Okay, ja. So, dann muss ich jedes einzeln machen, oder was? Sehe ich das richtig? Hä?
Handeln. Tauschen. Verstehe ich nicht ganz. Goblin-Krummsäbel. So eine Streitaxt. Die wollte ich verkaufen. Die ganzen Bücher können wir auch alle verkaufen. Die sind echt nur im Weg. Oh ne, nicht. Die da. So, Silber mit der Jungen können wir auch verkaufen. Schlichte Stiefel können wir verkaufen. Amethystring hat auch keinen nennenswerten Wert. Federkiel. Hat nicht auch irgendwo noch. Da. Genau, Wasser, Flasche. Irgendwo mache ich einfach leere Flaschen dabei. Sowas hier. Verkaufen. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, die braucht man auch für Zaubersprüche später. Die Edelsteine. Und sie sind halt echt nicht schwer, deswegen würde ich es, glaube ich, erstmal. Ich habe Handtücher dabei? What the fuck? Kerze brennend. Kerzen behalten wir mal. Schlichte Robe. Morgenstern. So, haben wir erstmal das meiste verkauft. Jetzt wollten wir gerne die gepolsterte Rüstung haben, weil die deutlich besser ist. Wurfbrunner Träger erhält einen Bonus von 1d4 auf Schadenswürfe. Ring des Werfens. Drachengriff. So. Hätte ich eigentlich schon noch gern die Kappe, wenn ich einen Geschicklichkeitsrettungswürfe plus. Achso, genau. Und die Fallenwerkzeug. Achso, jetzt habe ich das ausgeglichen. Nee, das wollte ich aber nicht. Wie feile ich denn? Der Händler wird mit diesem Angebot zufrieden sein. Wird das Angebot nicht glücklich sein. Dann halt ohne Kappe. Nur die 17 Gold drauflegen, aber dafür kriege ich Fallenschärfungskit und eine gepolsterte Rüstung. Wie ich es mal sagen, tauschen. Okay, das ist irgendwie wieder hier mit Sympathie und sowas, wo man dann bessere Preise kriegt, kann das sein? Bin irritiert. Frage ist, wie lange man hier ist, ne? Sylvanas, guide your path. Einstimmung von Händlern machen, könntest du dich vorsichtig walten lassen, ihre Einstimmung dir gegenüber beeinflusst ihre Preise. So. Wir kriegen eine bessere Rüstung. Wuhu! Und haben ein paar Kits. Wir haben noch Unterwäsche. Nein? Need anything else? Of course. But please, remember. So. Gepolsterte Rüstung können wir abgeben. Und wo ist denn jetzt? Die Unterwäsche kauft er nicht, kann das sein, weil die sehe ich hier nicht mehr. No! Die kauft er nicht. Spenden. Das hat er uns ein bisschen gerne. Sylvanas be with. Okay. Ganze gehandelt mal abspeichern, damit wir es nicht nochmal machen müssen. Wie geht's denn hier so hin? Hallo? Oh, da ist noch ein Händler. Ja, Chrissa. Oh. Hallo Leute. Oh, wir dürfen hier wieder Kisten looten. Lagervorräte, Rucksäcke. Gönne ich mir alles. Was? Rira, Rolle, Robs, braten wir den Klops? Ein Bein, zwei Bein, hallo, komm rein. Zwei Krug, ein Schluck, setzt sich kein Druck. Ein Bär, drei Bier, setz dich, trink hier. Ein Bein, zwei Bein, hallo, komm rein. Jondala und Galli warfen den Ball. Sie spielten im Wald, war ein wenig verknallt. Da kam ein Insekt, setzt sich auf den Ball. Mit dem spielten beide, Jondala und Gnagall. Als Galli wollt schmettern, Jondala, ich rauf. Speer auf deine Augen, sitzt ein Schmetterling drauf.
Es macht der Bäcker Elmo das beste Brot in Ferun. Doch geht's ans Verkaufen, die Ältesten schnaufen. Was sollen wir essen nun? What the fuck? Aber wir dürfen das mitnehmen, ne? Aufheben. Alles Gold wert. Alles Gold wert. Jo, 14 Gold wert. Guck mal. Hallo. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Krass, du warst im Gefängnis. Rekrutierungsplakat. Ein Mann und eine Frau stehen nebeneinander, sie tragen Rüstung von Flammen, roten Faust ziert. Finde stolz und sinne Flammen Faust, treten noch heute bei und helft uns beides Tor zu schützen. Angeführt vom Großherzog Ulde Ravengard selbst, seid ihr mit damit. Okay. Werbung. Mir doch wurscht. Oh, was? Rucksack. Achso, ja, ihr labert ja immer noch die ganze Zeit. Hallo. Not what I said. Can we stop shouting? No? Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell loud. Das stimmt. That's fine too. Ihr sollt alle bleiben. Jeder einzelne Kling kann einen Unterschied machen. Sehe ich so. Außerdem manipuliere ich keine Leute. Hat gereicht. Easy. Genau gereicht. Also eigentlich richtig 10, aber. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergen. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by Goblin Blade. Thank you, Roland. Sehr schön. Kann ich mit dir nochmal reden? We should have left by now. Damnisch! Das passt nicht zu dem, was ich gerade dich über. Just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Hilf doch mal den Leuten. Wie wär's? Kopf zu brechen hilft euch nicht weiter, das wird bestimmt alles gut. Tut es richtig tief. Warum habt ihr das so eilig? Warum bist du so eilig? Don't understand. My apprenticeship with Leroican begins shortly. I cannot be late. Yes, that Leroican. The greatest wizard in I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramazir's tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Das hört sich falsch an. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction should we reach the city. Hört sich gut an, dass ich immer so hochgucken muss, bist witzig. Baldurir, ich habe einiges über Lorakon gehört und nichts Gutes. Wenn ich die Leute kennenzulernen, kann ich schaden. Warte, ich habe diesen Lorakon nicht so sicher. Wir müssen gehen, wir haben ein noch dringendes Problem schon vergessen. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Da bin ich ja gespannt. Toron. Servus. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Du bist ja sehr optimistisch. Wait, das sind Kinder. Next time the goblins come, I'll be ready. Okay. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. Wiederholung. Er ist ein bisschen demotiviert, habe ich das Gefühl. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this.
Bursche, das ist hoffnungslose Fall, verschwendet eure Zeit. Das ist ein guter Ratschlag. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends down. And his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Ja, kannst du vielleicht deine Klinge aus meinem Gesicht nehmen? Da ist noch jemand entkommen. Den Götter sei Dank, ich kann jeden Freund gebrauchen. Wer war diese Frau in euren Gedanken? You saw her then. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Dann haben wir ein bisschen größer so. Ich schlage vor, dass wir gemeinsam auf die Suche nach einem Heiler gehen. Wir sollten uns zusammenschließen. Ich helfe euch dabei, diese Teufelin zurück in die Höllen zu treiben. Ihr habt Gedankenschinderlarven in eurem Kopf. Macht euch hier keine Sorgen. I'd be a fool if it didn't. I know the stories. Doomed to shed my skin. Become a Lithid. And there's no coming back. But I haven't sprouted any tentacles. Least not yet, thank Balduran. Could just be good luck. But sooner or later. Wir könnten jetzt den mitnehmen und ich glaube, aber die Party ist auf 4 limitiert. Was ist das hier eigentlich? Oh! LOL! Man kann eine Community-Umfrage machen, wie man sich entscheiden soll. Das ist ja awesome. Ich kann euch bei der Jagd nach dieser Teufelin helfen. Wir werden gemeinsam nach einem Heilmittel suchen. Frage ist, will ich ihn mitnehmen und wenn ja, wen würde ich rausschmeißen? Ich glaube, es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten für das Larvenproblem wieder. So wie ich das sehe, sehe ich mir schon 2. Wahrscheinlich der Druide, den wir retten müssen. Und diese komische Arche von den Gritalki oder was die sind. Würden, glaube ich, beide gehen. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Oh, na gut. Geht in mein Lager und wartet dort auf mich. A splendid plan. We'll talk more there. Aha, du kannst die Leute trotzdem einsammeln. Okay. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids. Spare a story or two. Tränke Schlachtfilme mit Blut heißt den Tod willkommen. Wacht über eure Sippe. Im Vertrauen liegt der Sieg. Schlechte Neuigkeiten, Kinder, ihr werdet alle sterben. Seid stark und wacht über eure Sippe. Im Vertrauen liegt der Sieg. Thanks. I prefer when they smile. Wir können, glaube ich, echt mit allen möglichen Leuten reden. Holy shit. Warum stehst denn du hier drüben rum? He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Wahrscheinlich boring. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Das war schnell. Das ist ja geil. Metallhandschuhe. Lass mal nehmen. Sind die was wert? Die sind ein bisschen was wert. Ist irgendjemand von uns mit schweren Rüstungen geübt? Hast du da schon Handschuhe? Ich glaube, du warst mit schweren Rüstungen geübt, oder? Wait. Beim Nahkampfangriff merkst du möglicherweise einen Malus. Was? Bewirkst du auf
Die Angriffsrate des Ziels. Warum ist das nicht ausgerüstet? So, fuck. Hast du auch Mitschwörer? Nee, du bist auch damit ungeübt, ne? Wir alle anderen sind damit ungeübt, okay. Aber why the Hölle ist das nicht ausgerüstet, ey? Warum hast du so viel Kram in deinem Inventar? Warum ist das nicht bei mir, damit ich es verkaufen kann? Wait, warum ist der Goblin-Krummsäbel da? Stachelschild. Du hast sogar ein eigenes Schild. Eben dein eigenes Scheißschild. Okay, das sieht beschissen aus. Nee, lieber das normale Schild. Ist auch nur 4 wert. Das ist 15 wert. Du hast sogar Gold bei dir? Was soll denn der Müll? Mein Gold. Jetzt tauschen wir wieder, ne? Ich muss hier weiter runter rausscrollen. Nö, 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 nö. Gib mir mal den ganzen Kram. Kann ich das nicht einfach... Ja, an Ben. Oh Gott, ich bin fast wieder voll. Wanderhändler. Da oben doch. Sind wir gar nicht so weit weg. Was? Motive geschaffen. Gurix hat Haupthandangriff bei provisorischen Übergangstrepp benutzt. We're cornered in this place. Even the bloody druids look like they might turn on us. Moment, kann ich mit den Ochsen reden? Hallo. Be gone. I am hungry. Der ist gelangweilt. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? Our Ochse kommt nicht dahin. Slow. The keepers of this place choose different forms. Better ones. They become birds to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. But for me. Only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. What? Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Ooh. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. Oh, cool. Beutel. Stufenaufstieg. Was ist denn drin? Oh. Jetzt ist halt einfach nur noch ein Beutel. Seltsamer Ochse. Ah, you're addressing me? A humble ox. How quaint. Hier gibt es an diesem Ochsen ist seltsam, aber was? Komm schon, über 10. Sehr schön. Es läuft heute. Die Probe haben echt viele heute geschafft. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Du bist mir erst Vogel, magst du es mir erklären? No. You are incapable. Einstehen, spuck's aus, sonst bereust du es noch bitter. Überzeugen. Ich bin teuflisch neugierig, würde eher zu mir passen, aber hier habe ich bessere Chancen. Täuschen. Na gut, ich habe gehört, die Tieflinge wollen einen von euch schlachten. Das ergibt viel mehr Sinn mit dem Manipulieren. Da habe ich auch einen guten Bonus drauf. Oh, oh, oh. I'd so love to see them try. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor souls. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Moo. What the fuck? Huh. Move along. Funny. I mean, moo. Moo. Er redet nicht mehr mit mir, oder? Nee, ich glaube nicht. Das war's. Okay, wir wollen aber kurz verkaufen gehen, weil wir fast wieder full sind und wir haben Level Up auf 2 Leuten von 3. Das irritiert mich.
Need anything else? Ich dachte, wir haben die komplett gleich. Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Ja, ja, klar, klar. So, wir haben jede Menge Rüstung für dich, die du haben kannst. Guck mal, das ist doch voll gut. Und Waffen hier, die keine Sau von uns mehr braucht. Das ist doch eigentlich voll das Gute, wenn ich euch das geben könnte. Kurzschwert haben wir noch zwei. Das hier brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ringpanzerung brauchen wir nicht. Da haben wir noch einen das für dich, das haben wir auch noch. Armselige Kleidung. Das ist doch voll awesome. Moment, was ist denn das hier? Das war scheiß ernst. So, achso, und hier Wurfspeere. Bitteschön. Hört sich doch gut an, oder? Ich will Gold. Du hast 500 Gold. Brauche ich was von dir, ist die Frage noch. Was? Esmeltarot. Ist einfach ein Wein. Bierkrug. Trank des glorreichen Sprungs. Erhöht die Sprungweite. Da kann man irgendwo hinkommen, wo man sonst nicht hinkommt. Nehme ich mal mit. Pfeile, Schriftrolle des Verschwimmens, mit Toten sprechen. Die hört sich ziemlich fancy an. Krone des Wahnsinns. Nee, Umgang mit leichter Rüstung. Purpur, werfen. So. Tauschen. Sylvanus, ja, ja. Okay. So, dann müssen wir hier nochmal gucken. Wir hatten hier noch Sachen. Ben. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Quatsch wieder raus. Das mysteriöse Artefakt bleibt natürlich bei dir. Wir wollen nochmal mit dir reden. Jupp, ich will deine Ware. Hallo, Luxan! Ich will nicht mit anderer Story. Wunderschönen guten Tag, San. Würde ich jetzt nicht als Divinity mit anderer Story bezeichnen. Krummsäbel. Verkaufen wir mal. Gewicht ist ein Problem in dem Spiel. Kampfstab auch. Sonst noch was, was wir verkaufen wollten? Ich glaube nicht. Gib mir die Kohle dafür. So war. Es ist halt schon ein bisschen anders als Divinity. Also es hat ein paar Eigenheiten. Auch wenn es ein paar Sachen ähnlich macht. Finde ich gar nicht. Ich finde gerade die UI ist anders. Also gerade auch hier unten. So, wir haben erstmal noch einen Stufenaufstieg, Level 3. Das sollte mal ein bisschen Boost geben. Power Boost. Tada! Ja, wir kriegen noch einen Zauberslot. Und eine Zauberstufe 2 können wir jetzt haben. Für allen Kreaturen gegen in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf im Nachteil. Schwächestrahl schwächt ein Gegner seine Waffenangriffe, die Stärke verwenden, bewirken nur den halben Schaden. Geisterhafte Kraft. Füge eine Kreatur in jedem Zug Schaden zu. Die Schadensanne spricht der letzten Schaden, welche die Kreatur erlitten hat. Nebelschritt. Teleportiert dich an einen freien Platz, den du sehen kannst. Teleport ist immer auch gut gewesen in diesen Spielen, ne? Und das ist halt der einzige Stufe 2 Zauber, den wir dann haben. Hast eine Minute lang drei illusionäre Duplikate um dich. Unsichtbarkeit. Personen festhalten. Fesseln. Was? Fesseln schränkt die Sicht ein? What? Gedanken wahrnehmen. Wenn du mit einer Kreatur redest, das ist halt ein Rollenspielzauber. Dunkelheit. Die Kreatur darin komplett verschleiern, blendet. Kreaturen können weder in Dunkelheit hinein noch aus ihr heraus Fernangriffe durchführen. Dolchwolke. Wir schwören eine Wolke aus rotierten Dolchen, die alle im Wirbel angreift. Oh. 4d4 Hiebschaden. Ich glaube, ich wäre sogar bei Nebelschritt. Als das Paktvorteil. Mach ein Geschenk für deinen treuen Dienste. Wähle einen folgenden Pakt aus. Pakt der Kette. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu, einen Feengeist, der eine Form deiner Wahl annimmt.
Es kann ein Tier, ein Teufel oder ein Quasit sein. Pakt der Klinge. Du kannst eine Paktwaffe beschwören oder die Waffe, die du trägst, binden, wodurch sie magisch wird. Paktwaffen nutzen den Zauberwirkung Attributsmodifikator des Anwenders anstatt Stärke oder Geschicklichkeit. Pakt des Folianten. Dein Schutzpatron gewährt dir den Folianten das Buch der Schatten, der dir erlaubt, göttliche Führung, gehässiger Spott und Dunnenpeitsche zu wirken. Ha! Huh. Das sind, glaube ich, Cantrips. Also Zaubertricks. Ich bin doch neugierig. Genau, das sind nämlich Zaubertricks. Göttliche Führung bufft. Böser Spott macht ein bisschen Damage. Und hat beim nächsten Angriffswurf einen Nachteil. Und Dornpeitsche slappt halt einfach nur. Und zieht ran. Okay. Pack der Klinge. In deiner Hand. Sie verwendet den Zauber. Paktwaffe binden. Deine Haupthand. Bis zur langen Rast. Der Kette. Vertrauten finden. Vertrauten finden Teufelchen. Vertrauten finden Quasit. Bin ich ja eher bei Pakt der Klinge, oder? Dass wir einfach nur eine zusätzliche Waffe haben. Action Economy und so, ne? Wir machen den Pakt der Klinge. Wir könnten einen Zauber ersetzen von denen, die wir schon haben, wie Schutz für Gut und Böse. Und nehmen dafür, könnten wir einen Stufe 2 Zauber nehmen. Ich glaube, wir haben nur einen Stufe 2 Zauberslot. Dann könnten wir aber noch eine Damage-Sache reinnehmen, wie Zerbersten. Oder Dolchwolke. Weil wir haben jetzt eher einen RPG-Zauber genommen mit dem Nebelschritt. 3d8 oder 4d4? Das sind 3d8 mehr, aber das ist halt ein Single-Target. Das hier ist ein AOE. Würde ich mal so annehmen. Level up! Achso, und ich wollte den hier ja auch noch haben. So. Alles nach Typ sortieren. Und du hast auch noch ein Level up. Bei dem kann ich, glaube ich, nicht so viel einstellen, weil ihr seid nur Begleiter. Kämpfer Stufe 3, ausgewählte Unterklasse Kampfmeister. Was aber das bringt, Unterklassenmerkmal, deine Überlegenheitswürfe sind W8, du hast davon 4. Auf Kämpfer Stufe 10 werden diese Würfe zu W10. Sie dienen deiner Kampfmeistermanöver und werden verbraucht, wenn du sie nutzt. Brauch Überlegenheitswürfe, erhältst du nach deiner kurzen oder langen Rast zurück. Manöver sind mächtige Angriffe, bei denen Überlegenheitswürfe eingesetzt werden. Schlag des Befehlshabers. Fällender Angriff. Das Ziel möglicherweise umzustoßen, dass es liegend ist. Das Ziel ist von höchstens großer Körpergröße. Doppelschlag. Beiden Bogen greifen mehr gegen zugleich an, ermittle den Schaden mit Überlegung. Oh, das hört sich gut an. Eine feindliche gesinnte Kreatur, die dich mit einem Nahkampf verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswürfe nutzen, um mit einem mächtigen Schlag zu antworten. Sammeln, nutzt Überlegenswürfe, um einen Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte zu gewähren, eine Beschlossenheit zu erhöhen. Überlegenswürfe, um einen Angriff auszuführen, der so wie 1d8 Schaden macht und das Ziel möglicherweise zurückstößt. Präzisionsangriff. Falls man eine gute Verteidigung hat, Doppelschlag. Frau Überlegenswürfe, um einen Angriff auszuführen, der so wie 1d8 Schaden bewirkt, das Ziel möglicherweise verängstigt. Interpretation, der zu Ende Treffer aus, welche freundlich gesinnte Kreatur die Hälfte ihrer Bewegungsrate als Bonus erhält. Sie provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Provozierender Angriff, Finte. Greift das Ziel an irgendeine andere Kreatur? Okay. Kannst in deinem Zug sowohl Aktionen als auch Bonusaktionen verwenden, um ein Ziel anzugreifen. Dabei im Vorteil zu sein, musst du dich an die 8 Schaden. What? Das ist doch besser als ein Doppelschlag, oder? An die mehrere Gegner. Das ist ein Gegner mit mehrfachen Angriffen. Kannst ablenken und verbünden beim nächsten Angriff so gegen das Ziel einen Vorteil haben. Entwaffnender Angriff. Das Ziel möglicherweise zwingt, seine Waffe fallen zu lassen. Und zwar, um seinen Gegner einzuschlagen, der Verbündete verwendet sofort seine Reaktion, einen Waffenangriff auszuführen. Ich glaube, bei dir würde ich eher weniger den Doppelschlag nehmen und eher die Finte, damit man mehrfach den gleichen angreifen kann.
Verängstigt ist auch ziemlich nice. Oder halt wegschieben. Fällender Angriff, Niederschlag ist, glaube ich, auch gut. Wobei Niederschlag in D&D gar nicht so schlimm ist wie in Divinity. Divinity verlierst du ja deine komplette Runde, wenn du wieder aufstehen musst. Hier ist es eigentlich nur die halbe Bewegungsrate. Und ich weiß, dass die aus irgendeinem Grund hier in der Szene die Grafikkarte absolut im Leistungslimit ist. Ein starkes Verfehlshaber ist bei uns, glaube ich, nicht so cool, weil wir haben nicht so gute, so viele Nahkämpfer. Mehrere Nahkämpfer haben es, glaube ich, starkes Verfehlshaber ist richtig gut. DSA, ich glaube, das haben sie mit D&D 5 geändert, oder? War das schon immer so? Zurückstoßen, das Ziel. Wir nehmen mal zurückstoßen, damit wir sie vielleicht so zusammenschieben können. Oh, das können wir sogar mit unserer Fernkampfwaffe benutzen. Zusammenschieben können, dass sie besser auf dem Haufen stehen, wenn wir unsere AOE machen, würde ich sagen. So. Still alive. So that's progress. So, warum habt ihr eigentlich eure Shinies da drin versteckt? We're cornered in this place. Even. Okay. Mit dir habe ich darüber schon geredet. Was geht denn hier sonst noch so ab? Eigentlich haben wir gerade auf dem Weg hier hinten hin. Hier habe ich nicht mehr gelootet. Ein riesiges Areal. Okay, das können wir liegen lassen, das ist ja nichts wert. Ist das jetzt eine Negative, wenn ich das knacken will? Was knacken? 15. Wir haben plus 3. Bonus hinzufügen? Ah, göttliche Führung. Nice. Ja, los, göttliche Führung. Das hat nicht geklappt. RIP! War auch ein relativ schwerer. Liebes Werkzeug verwendet, Inspiration einsetzen für erneut würfeln. Wir setzen mal Inspiration ein. Tut das. Ah, den habe ich ja gar nicht hinzugefügt, lul. Bonusgang 4 bis 7. Los geht's. Uff. Uff. Ja gut, soll wohl nicht sein. Soll wohl nicht sein. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. Was ist dein Aufgabenbetrieb? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Also, die Charaktere haben sie echt gut geschrieben. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Ich spiel mal mit. Call it. Heads or tails. Immer Zahl. Tails it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Das ist kein Zauber, die Runen sind Unsinn. Hey, not so loud. You caught me. All right. They're not lucky rings. I'm just trying to earn money for my family. My father left and my mother, she's so sick. I wish I had better things to sell than trinkets, but it's all I have. Von mir aus nimm deinen Ring. Was verkaufst du denn? Thank you. That means so much. Ich bin ja auch ein Manipulierer, ist mir doch wurscht. That's what I got. Erfolgreich Wahrnehmung. Okay, sie hat auch wieder Vorratspakete, Färbemittel. Ah, könnte ich meine Klamotten einfärben? Meerrettich, Essen, Leitfaden, Ablenkung, Diebeswerkzeug. Wie viel kosten Diebeswerkzeug? Ich 55. Ring der totalen Unsichtbarkeit, der nichts macht. Ring des Lekinismus, Ring der unbegrenzten Wünsche, Ring der was? Der Ameisenresistenz.
gut. Also rollenspieltechnisch habe ich es schon echt gut getroffen. Hier, ich kann hier den Beutel verkaufen. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Vagabunden Klamotte brauche ich auch nicht. Viel Spaß damit. Nothing caught your. You suddenly feel something moving against your back and turn. Aha. Sie schweigen, mustern, Motiv erkennen. Vielleicht sind es nur Krokodilstränen. Ich würde gerne das Motiv erkennen. Schade. Selbst mit dem Bonus gerade fehlgeschlagen. Oh, Inspiration kann ich wieder einsetzen? Ich würde hier schon gerne das Motiv erkennen. Komm schon, jawohl. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Sie losgehen, echt, naja, sie wurden nicht bekannt, ganz ruhig, bin ich wütend. Du hast mir nicht mehr geschafft, mir was zu stehlen. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Gut, das war denn ihr Deal, oder? Hey, are you here to trade or? Deine Partnerin ist eine Diebin. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Tu wenigstens was mit dem Tee, ist dir leid. Sorry, we're still talking about this. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else. Wow. Okay, du bist deutlich. Do me a favor. Make room for the chumps. Wow. Kann ich das nochmal drüber reden? Think you could stand back a ways, pal? I'm fishing for chumps here. Okay. Gehen wir mal gucken, wo ist denn jetzt der Partner hingelaufen, die Partnerin? Finden wir die noch? Aha. Tieflingsversteck. Hallo. Ich muss meine Fackel wieder rausholen, glaube ich. Weil hier ist ja unfassbar dunkel. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool aktuell. Aber ich bin super am Anfang. Ich habe jetzt irgendwie 4 Stunden gespielt. Aber mir macht es sehr viel Spaß und es ist sehr viel Liebe zum Detail drin und viel, also wenn man Pen and Paper Rollenspiel mag, ist es unfassbar nett, weil es wirklich gut daran kommt. Also auch die Rollen, wie man würfelt und sowas, also ich würde sagen, wenn die Divinity Originals Sin 2 Spaß gemacht hat, macht dir das ja auch Spaß. Es ist ein bisschen anders, hat ein paar Eigenheiten, aber es ist sehr cool, auch wie man Sachen entdeckt und wie man interagiert und sowas. Also gibt's ganz viele Varianten. Auch wie man Probleme löst. Meine Hauptquest weiß ich jetzt schon, dass ich mindestens 2 Lösungswege habe, je nachdem, mit welchen Leuten ich mitgehe und welche Quests ich verfolge. So, wer ist denn hier jetzt? Irgendwie Kinder in einem Versteck? Tieflingskinder im Versteck? Was geht denn hier ab? So tough. Mouthful of a hobgoblin all by herself. Okay. Okay, ich werde alles klauen, wenn ich hier Sachen mache, okay. Wer bist denn du? Du bist Moll. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. And thanks for going easy on Sylphie. Not many marks would have done the same. Bitteschön. Warum die ganze Gannerei in Schwindleid? Das ist riskant. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Und es gibt Kinder, die wirklich wie Kinder aussehen. You're telling me stealing is wrong? Und die Vertonung finde ich geil. Und auch die. Also die Animation und die ganzen Dialoge sind deutlich besser nochmal, finde ich, als die Divinity Original Sin inszeniert. Nicht gehandelt, aber inszeniert. Ihr nutzt die schlimme Lage zu eurem Vorteil aus. Für Leute wie euch gibt es ein Wort. Ganz im Gegenteil. Ich will in euren neuesten Diebesgilde eine Schwertküste investieren. Alles klar, da bin ich dabei. I've got operating costs, you wouldn't believe. Come see me in the city sometime, huh? I'll repay this and then some. See you around. Da bin ich hier gespannt. Die hat voll das coole Horn mit dem Goldverzierung dran. Okay.
Und man, es ist wirklich dunkel, also du hast wirklich einen Grund, zum Beispiel eine Fackel mitzunehmen. Wenn ich die nicht mitnehme, sehe ich einfach nichts. Also als Spieler sehe ich einfach nichts. Und ich glaube auch, Spiel, also regeltechnisch, ist es dann schwerer, Sachen zu sehen und zu finden. Wenn du keine Fackel dabei hast. Also es ist schon echt cool gemacht. Und es hält sich sehr an die D&D-Regelvorlagen zum großen Teil. Hat noch nicht alle Völker drin. Wer bist du denn? Hallo? Okay, du redest nicht mit mir. Man, du bist doch der verschwunden ist, oder? Dachte ich. Donny. Und es ist hübsch. Hübsch ist es auch. Kann ich jetzt auch nicht anders sagen. Okay, wir haben jetzt 20 Gold investiert, damit wir es vielleicht irgendwann zurückkriegen. Bin ich jetzt gespannt. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Hier hinten geht es noch irgendwo hin, oder? Nicht wirklich. Hier geht's hoch? Kamera macht nur manchmal komische Dinge. Kann ich hier hoch? Will ich da hoch? Was habe ich davon? Also ich könnte wahrscheinlich da hoch, aber warum sollte ich? Hier oben kann man, glaube ich, auch irgendwie hin, aber warum sollte man? Was hat man davon, da oben zu sein? Ja. Ich glaube, da habe ich noch keinen Einblick, was da ist. Ich kann es aber nicht raten. Also ich bin einfach viel zu früh noch drin, um es raten zu können. Nebelschritt. Ich könnte jetzt da hochgehen, aber ich glaube, da komme ich nicht runter, wenn ich Nebelschritt mache. Okay. Bin halt einfach hier oben. Wofür auch immer. Wie komme ich denn jetzt runter? Das muss ich wieder runter Nebelschritten, ne? So habe ich direkt beide meine... Oh, wir haben ein Level-Up, sehe ich gerade. Huch! Wait, warum seid ihr hier draußen? Warum mit... Lol, weil ich klein bin, bin ich der Einzige, der reingepasst hat. Weil ich ein Halbling bin. Also sowas ist awesome. Wenn du halt kein Halbling spielst, kommst du nicht rein, weil du zu klein bist. Das ist ja geil. Oh Mann! Weil das Loch hier wahrscheinlich zu klein ist. Oder? Die anderen kommen, glaube ich, nicht rein. Genau. Kann gerade nicht genutzt werden. Die können nicht da rein, die anderen. Ah, wie geil. Das, also, solche Sachen sind halt wirklich awesome. Dass der Halbling das halt kann. Stufenanstieg, Kleriker. Mehr Zauberslots, Stufe 2 Zauber, Dämonenzauberlist. Das ist eine Minute lang 3 Illusionäre. Spurloses Gehen. Zauber vorbereiten. Stufe 1, Stufe 2, Gebet der Heilung. Sie ist unsere Healerin so ein bisschen, ne? Werdet ihr euch auch 2 Wunden heilen? Schild des Glaubens. Mit ihrer Rüstungsklasse um 2, lenkendes Geschoss. Wunde verursachen, nekrotisch, Schutz vor Gift, schwache Genesung, Beistand, heile eine Kreatur von Krankheit, Gift, Lähmung oder Blindheit. Stille, Blindheit, Attribut verbessern, spirituelle Waffe, schwöre eine schwebende, geisterte Waffe, die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Das hält an, oder? Eine Bonusaktion und hält an. Oder ist es nur einmal eine Runde dann? Das verstehe ich nicht ganz. Ich überlege halt, ob ich hier Wunde verursachen rausnehme und dafür das dann reinnehme, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Probieren wir mal. So. Und die Leute sind cool. Also wenn, auch wenn ich mit den Leuten hier rede. Ich habe jetzt hier der Boy mit dem zum Beispiel. The Blade of Frontiers. Die. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Die haben sogar zu den meisten Sachen was zu sagen. Sie kann auch fragen, was hältst du denn besonders? We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Ein blinden Passagier. Was habt ihr vor, Larven, dass sie losgeworden sind? Was habt ihr vor, wenn die Larven, dass sie losgeworden sind? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Hm. Perhaps.
Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. Ja, das mache ich auch. Someone I have to reach. Oh, und du kriegst sogar Questaktualisierung. Alles klar. Nein, gehör ihren Freund ein Herzblatt. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Und man kann, es gibt so einen Twitch-Degree, wir können jetzt abstimmen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ihr könnt jetzt, glaube ich, abstimmen, was wir antworten. Also es gibt, glaube ich, eine Erweiterung dafür für Twitch. Habe ich zumindest verbunden und, glaube ich, aktiviert und sowas. Deswegen, ich sehe halt hier nur nichts. Also keine Ahnung, wie man es macht. Aber theoretisch gibt es jetzt, habe ich hier, statt der Community-Umfrage, für das habe ich jetzt geklickt und jetzt müsstet ihr irgendwie abstimmen können, theoretisch. Wie wenn man weiterspielen würde. Finde ich auch ganz cool. Wie wäre ich mich eurer Meinung nach? Kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. Nice. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Ach so, kleiner Hinweis, aber wenn man sich das kaufen geht, das Spiel gibt's auf GOG. Und ich glaube, auf GOG haben die Entwickler einen besseren Share von ihren Einnahmen. Und man hat keinen Kopierschutz drauf, falls man's mit einer Freundin oder sowas spielen will, muss man es nur rüber kopieren und starten und dann kann man zusammen Koop-mäßig so eine Kampagne spielen. Ecke. Die stehen nur ein bisschen ineinander. Aber es ist auch nicht bugfrei, ja. Was? Leute, kommt vor der scheiß Tür weg. Also von der scheiß Leiter, weil dann komme ich nicht hoch. Wir haben hier noch einen Levelaufstieg. Scheint nicht aktiv zu sein, sonst würde bei uns was aufploppen zum Abstimmen. Komisch, da muss ich nochmal nachgucken. Ist aber auch gerade nicht so wichtig. Mehr Zauberslots. Welche Zauber nehmen wir? Jetzt können wir auch Stufe 2 Zauber nehmen. Verschließe eine Tür und Behälter mit einem magischen Schloss, das nicht durch Schlossen oder durch Zauberklopfen geöffnet werden kann. Wann bräuchte ich denn das? Ich loot doch immer alles. Blindheit, Verschwimmen. Gegen dich im Nachteil, Dolchwolke. Lass einen humanoiden Gegner irre werden und die nächsten Kreatur außer dir angreifen, auch wenn sie ihm verbündet ist. Das hört sich eigentlich ganz geil an. Dunkelheit, Dunkelsicht. Bis zur langen Rast. Das ist so ein permanentes Ding, wo ich mir Dunkelsicht geben kann. Flammensphäre. Beschwöre eine Flammensphäre, die Gegner und Gegenstände in der Nähe Schaden zufügt. Du kannst die Sphäre bewegen, sie spendet helles Licht. 10 Züge lang. Windstoß, da kann ich einfach Leute aus dem Gleichgewicht bringen. Klopfen. Öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Da gibt es einen Zauber für? Magische Waffe, Tränke, eine Waffe mit arkaner Energie, Angriffswürfe. Okay, Melfs Säurepfeil. Verschießt einen grünen Pfeil, der das Ziel und den Boden mit Säure bedeckt, bewirkt sofort 4 bis 6 Säure und noch einmal 2 bis 8, wenn das Ziel seinen Zug beendet. Nebelschritt, geisterhafte Kraft, Schwächestrahl, sengender Strahl, schleudert 3 Feuerstrahlen, jeder Strahl bewirkt 2 bis 12 Feuerschaden. Sprühende Farben, Blender. Ich nehme mal Melfsäurestrahl. Level up! Jetzt sind wir alle, tschüssi, Süft, jetzt sind wir alle Level 3. Alright, what now? Schon mal speichern für. So. Okay, das ist hier irgendwie, da unten kommt man, glaube ich, dann zu dem Ritualstelle. Please, let's through. It is forbidden. Hallo. Let my daughter go right now. She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Corga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrisham, or I'll rip your damn throat out. Jo, servus. Hallo, Teddybärchen. Darf ich mit dir reden? Ich hab doch Tiere, mit Tieren sprechen. Mit dir müsst ihr nicht reden dürfen. Come, Magrin. Give him a chance. You, get back.
Darf ich mit euch reden? Und mich hätte euch inzwischen Goblin überrannt. Ich gehe, wohin ich will. Warum? Was ist denn hier unten? Ich will keinen Ärger. Kann ich was passieren? Warum ist es denn hier unten? Ich will keinen Ärger, kann ich nicht einfach passieren. And you'll find trouble all the same, unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. Ja, du hast wieder keine Ahnung. Apparently Korga wants to see. Go ahead. Geh weg, außer du hast einen Befehl. Ich will trotzdem mit dir reden. Okay, mit dir darf ich nicht reden. Okay, aber ich soll anscheinend mit Korgan. Moment, wer ist denn Korgan? Moment, ich habe meine Waffe wieder nicht mehr richtig. Hier, Kurzschwert. Volo. Wer bist denn? Wer bist du denn? Hallo, Volo. Volo's Guide to Everything? What? You were at the gates just now, no? When the goblins came, you saw them up close? Haben sie echt Volo eingearbeitet? Questions, if you please. There's no overstating my interest. Ich glaub schon. Glory. Now then. Ja, es ist Volo von Volo's Guide to Everything. Particular batch of goblins. Size, nature, distinguishing qualities. You search your mind. Successfully recalling various details of goblin behavior. Okay. Gewöhnliche Goblins von Peitschen angeführt. Sie waren alle Goblins niedrig und böse. Eine genaue Beschreibung liefern. Goblins were of a rare gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? War der rot? Da war kein Drache. Witnesses. Welcome to the Hamlet. Hallihallo, Buzz. Mir fällt gerade ein, dass meine Alerts an der falschen Stelle sind. Glaube ich. Aber ist jetzt egal. Wir sind jetzt so, wie wir sind. Ups. Dankeschön für den Follow. Jetzt habe ich, Moment, jetzt muss ich mal kurz die Dialogverlauf. Drachezeugen haben offenkundig Drachen nicht bemerkt. Letzte Frage. Dann sind sie das und haben sich die Angriffe beim Schlachtruf die Absolute gesammelt. Glaube nicht, ich war zu sehr aufs Überleben konzentriert. Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglaviat in favor of someone called the Absolute. Okay. A scandal. Aber glaube der Goblins, Pergament und Tinte nicht wert. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. Ja, dann viel Spaß, Volo. Sind nicht für Mitleid bekannt? Warte, warum habt ihr denn vorhin einen Drachen erwähnt? Warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Ach, wow. Weil du das so Volo treffen kannst. Hallo. Just a moment. This man is recording my story. Oh, der kann auch mit Tieren reden. I am far from home. As the colorful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Wow. Come on. All the druids can understand me. You can. I. Es ist so gut. Long way. The man nods thoughtfully and adds another dismembered limb to his sketch. Es ist so gut. Come on. Okay, jetzt haben wir es nochmal. Jetzt haben wir es, glaube ich, die beiden. Was ist das hier für eine Tafel?
by Sylvanas, the Tree Father, our turmoil is calmed. Would that we could speak freely, my Ursheim friend. Alas, ich kann ihn verstehen. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. Wo wollt ihr hin? Goblins camped nearby, of course. I've been tracing their doings with whoever. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon. Absolute their worshipping might be. Ja, das hatten wir schon. Das sind Infos, die kennen wir schon. Was ist denn das hier noch? Grundlagenbuch der mystischen Theorie. Das Kapitel dieses Buch beschreibt die kulturelle Herkunft eines anderen mystischen, mythologischen Ungeheuers. Kapitel 5, Miniaturenweltraum. Miniaturweltraum. Was? Oh Gott, das ist so abstrus, Mann. Das ist so cool. Über diese Kryptiden ist sehr wenig bekannt. Doch der Legende nach wählt er muskulöse Menschenmänner als Reittier. Wenn er sich dazu herablässt, diese Ebene zu besuchen, die Kreatur soll ein Quell unbeschreiblicher Macht besitzen, der nur ihr selbst bekannt ist. Es verleiht dem Ritter aber vielleicht mystischen, vielleicht profanen Mut. Gerüchten zufolge ernährt sich Kreaturen gern von menschlichen Augen. Oh Mann, ey. So, gekritzelte Notiz. Halt euch von Tuffet fern, sie ist schon faul genug. Okay. Fischkopf, Fisch, Angel. Wir haben eine Angel, wir können Fisch angeln. Okay, wir gehen jetzt mal nicht hier hin, weil wir sollen ja eigentlich mit den Leuten hier reden, mit irgendeinem Anführer da. Ayla, Inve, Taha, nee, mit wem sollen wir denn reden überhaupt? Wo ist denn der Dude, mit dem wir reden wollen? Sollen. Oh, hallo Schweinchen. I thought you were Halsey. The boy nee. Prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsey? Promise me a mate. Hm. Kann ich verstehen, dass du da ein bisschen. Apiskus? Nee, mit dem sind wir auch nicht reden. Elvin? Also Tuffet ist der Bär, der faul ist. Hallo Tuffet. Oh. Das ist so cute. Fischen, die den Aufzug werfen. Who's that? Sehr schön, da habe ich einen Aufzug, um hier hochzufahren, und eine Abkürzung freigeschaltet. Das ist auch cool. Und schläft weiter. Sehr gut. Aber wo ist jetzt der Typ, mit dem wir reden sollen? Verstehe ich nicht ganz. Karik? Moment, mit wem sollen wir reden? Kaga. Wer von euch sind Kaga? Apiskus? Wer bist du? Was habt ihr zu dem Vogel gesagt? She needs to know. You do not. Hm. Ich bin nicht euer Feind. Versuchen wir das mal. Nice. Haben wir gut hingekriegt, nicht unser Feind, nicht ihr Feind zu sein. I forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. What? More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Hat sie Unrecht? Not. But that does not make it right. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Okay, schützt das Ritual den Hain nicht? Ihr helft den anderen nicht bei der Vorbereitung. The ritual is Korga's decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomes the refugees in. I wait for him to resolve this. Okay, ist der eigentliche Anführer, aber der ist gerade nicht da. Wo ist aber Kaga? Elvin? Wer von euch ist denn Kaga? Inve? Ayla? Volo? Bin ich verwirrt? Ich kann auch zur Steintür versuchen reinzugehen, aber ich dachte nicht, dass ich da rein muss.
wenn mich jemand empfangen will. Hallo. Mach mich eigentlich alleine hier? Was denn geht denn jetzt ab? Weil die alle lose sind. Och, dammit. Ich hab die komplett verpeilt. Oh, ich kann auch da noch looten. Da ist Nummer 1, 2 und 3. Sehr schön. Oh lol. Ich muss da hochklettern dafür. Alle sind lose. Was? Achso. Oh Gott, das hat einen Moment gedauert, wo ich das gesagt habe. Aber nicht in dem Sinne. Alle sind lose. So, speichern mal. Kargastufe 5. Eine Schlange. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Verdammte rassistische Druiden immer, ey. Was hat das Mädchen wirklich versprochen? You mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Schätzen Druiden nicht Harmonie, das Mädchen einzusperren, stört das Gleichgewicht. Lasst sie frei. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Gedanken wahrnehmen. Kagas Gedanken lesen. Die Schlange beruhigen, dem Mädchen darf nichts geschehen. I answer only to mistress. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Versuchen wir das. Fuck. Doppelfuck. No. The tiefling remains until the rite is complete. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. Überzeugen, lass das Kind gehen, damit die anderen von eurer Macht künden können. Gedankenwein einschüchtern, kerkert sie ein und die Flüchtlinge werden wild. Wollt ihr wirklich einen Aufstand riskieren? Schlange ist bereit, das Kind zu töten. Wollt ihr wirklich sein Blut an den Händen haben? Fair words. Child, take to the others word of my grace. Sivisif, Teela, to me. It hurts. Oh. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Alter, das ist eine eklige falsche Schlange. Aber das Kind ist gesaved. Wir haben das Tagebuch aktualisiert. Tochter der Dunkel, wir haben erlebt, wie Schattenherz von einer ungewöhnlichen Schmerzwelle gepeinigt wurde, die von einem kleinen, nicht verheilten Wunder in ihrer Hand ausging. Klinge rekrutiert, rettet Arabelle. Wir haben ein Kind namens Arabelle von einer Schlange gerettet. Sie rannte sofort zu ihren Eltern, mit denen wir reden sollten. Yet she failed. That's what matters. Very well. Wir haben einen Brat. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Und wenn ich es nicht getan hätte, was wäre dann geschehen? Ich habe gehört, dass er eine Drache stattfindet. Kaga schon gefährlich zu sein. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Freut sich, dass sie der Boss ist, wer war Anführer. She is first druid in Halsin's absence. With him caught or dead by goblins, none may gainsay. But more will die if her ritual is finished. Da folgen wir falsch.
I doubt those exiled by the right will survive long outside. Wenn niemand Halsin sucht, könnte ihr es tun. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Können wir versuchen. Hätte aber gerne etwas Konkretes alles. I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Okay, gut zu wissen. Wir brauchen mal wieder unsere trusty Fackel. Rettungswurf verängstigt? Achso, mit dir müssen wir auch noch reden. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. Ja, wäre gut. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. Ja, das sieht aber anders aus. It's nothing to do with the tadpoles at least, in case your imagination is in danger. Naja, aber das sieht aus, als hätte es noch ein anderes Problem magischer Natur. Something I have to live with. Wie sehr tut es weh? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Okay. War schon vorher wahrscheinlich da. Da vertraue ich einfach mal. So. Ich habe niemand Ahnung, wo mein Lager ist. Ich kann das irgendwie begleiten, mein Lager schicken, aber ich habe keine Ahnung, wo mein Lager ist. Please leave. Our hospitality has limits. And they were crossed long ago. Okay. Wow. That mural, they look like Dark Justiciars. Darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild? You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. Ooh, Geschichte ist schon cool. Was ist denn mit dir los? Mit dem müssen wir auch reden? Business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, Allow ourselves a few moments of rest. Der will eine lange Rast machen, ha? Well, rather important. Okay. Uns ist gleich keine Rast vergönnt, Gail. Okay. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some. Ja, ein bisschen. Zwei, drei Stunden. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffuse the tension between Zevlor and Aradin, the way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Ooh. Wie erfreulich, das zu hören. The point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul. Außer my cat. Allen Leuten, die hier rumlaufen. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Wow. Lässt sich das heilen? It cannot be cured. And I assure you, I've left no page unturned in reaching that conclusion. I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. In Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Ugh. Dass ihr rohe Magie verschlingen müsst, aber sollte ich mehr erfahren. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. Only a matter of time before my craving returns. Das heißt, das erste magische Artefakt kann schwierig werden. To help me find magic items to consume, it is vital. Dare I say it? Critical. Okay. Da ihr meine Hilfe braucht, ihr seid doch bisher ohne mich zurechtgekommen. A fair point. However, until recently, I was able to rely on a supply of artifacts stored in my tower in Waterdeep. A supply that has now run dry.
Reality of the matter is that a lone wizard with a chronic impairment such as my own is not in the most ideal of situations with regards to self-defense. The manner of artifacts I need are not often found, waiting patiently on a shopkeep's shelf. One usually has to lift them delicately from trap-filled tombs or prize them from the hands of violent ne'er-do-wells. There'll be danger involved. Ja, da habe ich schon eine Idee, wo wir eins herkriegen könnten. Ihr wollt also, dass ich mein Leben für euch riskiere? Wenn ich mächtig mal dagegen schon erhalte, weiß ich nicht, ob ich sie euch nicht vorziehen werde. Boah, das würde ihn aber ganz schön vor den Kopf stoßen, glaube ich. Ihr wollt, dass ich mein Leben für euch riskiere. Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. Far harder for me to assist you if I can barely stand upright. Please, trust me. Your help could be the difference between. Ah, gut, dann machen wir das halt mal. Scheiß auf Artefakte. Die Larve nutzen und nein. Thank you. I see my trust in you was not misplaced. Ich will die Larve nicht dafür nutzen. Find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Prime. Also eine Seelenmünze? Need arises. I hope I can count on you. Was ist es denn für ein. Okay, ich kann gucken, was für ein Item das ist. Moment, aber irgendwie. Das sieht aus wie ein Adler. Tafel Union. Das sieht halt echt hübsch aus. Holy shit. Warnung des Schwertkünste. Ich glaube, da darf ich aber nicht mal. Nee, ich darf nicht mal lesen. Es ist hier alles geschützt. Das habe ich aber verlesen. The towers seized the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shar's divine sister, Saluna.